Zum Schluss entführen wir sie in die norwegische Provinz Sognefjordane. Dort wird anglerische Vielfalt großgeschrieben. Zum Beispiel am Jølstrafluss. Forellenfreunde finden hier ein reiches Betätigungsfeld. Fliegenfischer kommen vor allem mit der Nymphe zum Zug. Aber auch das Spinnen- und Naturköderangeln ist auf der abwechslungsreichen Flussstrecke erlaubt und fängig. Besonders reizvoll sind die hochgelegenen Gebirgsseen. Vor allem das Fischen mit der Trockenfliege sorgt hier für viel Spannung. Zwar erreichen die Bachforellen hier oben keine Rekordgrößen, aber dafür sind sie wunderschön gezeichnet. Immer wieder beeindruckend die fantastische Landschaft, hier am Ostfossen, an dem 1871 die erste Lachstreppe Norwegens erbaut wurde. Aber nicht nur das Angeln in den Flüssen, auch die Ausfahrten in den Fjorde und Dalsfjord sowie aufs offene Meer lohnen. Hier hat ein Lump gebissen. Verschiedene erstklassig ausgerüstete Yachten steuern die besten Fanggründe in der Region Solund an. Ein Leng zeigt sich an der Oberfläche. Abends geht es zurück in das hervorragend ausgestattete Steinsund Marine Center Aas. 13 Kilometer nordwestlich von Fjorde mündet einer der besten Kleinlachsflüsse Norwegens in den Fjordefjord. Hinaus da. Kein Wunder, dass hier viel Angelbetrieb herrscht. Schon von der Brücke am Nausdalfossen lässt sich der Aufstieg der Lachse beobachten. Dazu gesellen sich auch Meerforellen. Ortswechsel. Wieder ist Meeresangeln angesagt. Diesmal vor der Insel Askrova, die dem Küstenstädtchen Florø vorgelagert ist. Ein Pollack hat gebissen. Lange dauert es auch hier nicht, bis die Fischkiste voll ist und zufrieden die Rückfahrt zu der beschaulichen Unterkunft angetreten wird. Zurück zum Festland bei Norddalsfjorden. Das Gebiet zählt zu den schönsten der Gemeinde Flora. Der Solheim selber mit seinen imposanten Wasserfällen bietet sowohl Aal- als auch Salmonidenanglern vielfältige Möglichkeiten. Zum Beispiel das Lachsangeln mit schleifenden Würmern an einem der begehrten Pools. An guten Tagen braucht man dort nicht lange auf Bisse zu warten.
Ja, ein pfiffiges Produkt für alle fernab des heimischen Herdes, die von dem kleinen Hunger überfallen werden. Die Mahlzeit, die sich selbst erhitzt. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ja, und so funktioniert die Quick Cuisine. Umdrehen. Lasche entfernen. Und einfach eindrücken. Und das Besteck ist auch gleich dabei. So, 10 Minuten sind vergangen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert hat. Warm ist es. Und auch durchaus genießbar. Ein pfiffiges Produkt.